In unserem Video heute möchte ich Ihnen noch einige Zusatzfunktionen des ET110 erklären. Die Auf- und Abtaste sowie die Kalttaste werden für die Kalibrierung benötigt und die Erklärung hierzu habe ich Ihnen schon in einem separaten Video vorbereitet, das Sie bei uns im YouTube-Channel etari.de einsehen können. Ich möchte Ihnen heute die Funktion dieser beiden Tasten erklären, mit der Sie mit dieser Taste hier, mit der kleinen Taschenlampe, können Sie diese beiden Lämpchen steuern. Wir schalten das Gerät mit Druck auf den Sensor ein. Wenn Sie die Taschenlampe einmal drücken, wird das LED-Lämpchen aktiviert. Mit diesem können Sie zum Beispiel den Lackzustand auch bei schlechten Lichtverhältnissen überprüfen. Es werden kleinste Kratzer oder schlecht polierte Stellen sofort sichtbar, was natürlich den Wert eines Gebrauchtwagens mindern kann. Halten Sie am besten das Lämpchen ca. 15 cm von der Lackoberfläche entfernt, damit Sie ein optimales Ergebnis haben. Wenn Sie die Taschenlampe nochmals drücken, wird das UV-Licht aktiviert. Und mit diesem Lämpchen können Sie zum Beispiel die Sicherheitsmerkmale auf Geldscheinen überprüfen. Und es werden die eingearbeiteten fluoreszierenden Fasern sichtbar. Genauso können Sie die Sicherheitsmerkmale auf dem Fahrzeugbrief kontrollieren. Hier sind auch diese leuchtenden Fasern eingearbeitet und Sie sehen auch hier als Hologramm den Bundesadler dargestellt. So, wenn Sie die Taschenlampe wieder drücken, sind beide Lämpchen aus. Mit der Lichttaste können Sie die Hintergrundbeleuchtung ein- und ausschalten. Wenn Sie diese Taste länger gedrückt halten, können Sie die Messeinheiten umstellen, und zwar von Mikrometer auf Mils, wie Sie hier sehen können. Und wenn Sie die Taste nochmals gedrückt halten, schaltet das Gerät wieder zurück auf Mikrometer. Vielen Dank fürs Zusehen.